Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EEP. Heute mal auf einer komplett anderen Anlage, die etwas sporadisch gestaltet ist. Mit der einfachen Bewandtnis, ich habe damals einfach nur eine Anlage zusammengebaut, um Zugverbände zusammenzustellen. Man hat ja so gesehen, in vielen Anlagen, dass ich die Schattenbahnhöfe mit vorgefertigten Zugverbänden vollgestellt habe. Die meisten sind hier auf dieser Anlage entstanden. Kann ja mal so zeigen. Die ist nicht gerade sehr groß. Das ist hier diese extrem lange Vitrine, von der ich so oberste Gleise irgendwie nie voll bekomme, weil da irgendwelche Kollisionen stattfinden. Das heißt, ich kann hier also nur 4 Züge Maximum zusammenstellen. Sofern EEP es auch zulässt. Ist auch schon ab und zu mal vorgekommen, dass auf der Anlage es mal zu einem Absturz gekommen ist. Soll mich jetzt aber nicht interessieren. Dann, die Stereo-Signal hat eigentlich keine Funktion. Das hatte ich damals einfach bloß eingebaut, weil, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich halt immer, um die einzelnen Weichen hier zu sehen, welches Gleis wird gerade beschickt. Haben wir hier fürs Gleis 1, also das unterste, dann zweite ist für das Gleis hier, das dritte für dieses, vierte für dieses und das fünfte dann für das oberste. Dann habe ich hier noch wie so eine Art Maßband hier liegen. Die einzelnen Abstände markieren jeweils 50 Meter. Das macht das Zuglängenerfassen recht simpel. Geht dann halt durch bis, ja, bis dann hier die erste Markierung kommt. Ja, dann hier. Dieser Steuerkreis hat eigentlich bloß die Funktion das Zählsignal hier, was dann die Anzahl der durchfahrenden Waggons zählt, zu erfassen. Dann haben wir hier die Zahl 740 stehen. 740 Meter maximal zulässige Gesamtlänge für Güterzüge in Deutschland. Und dann dieser Bereich markiert dann Züge mit Überlänge. Geht dann, ja gut, dieser Steuerkreis, den hätte ich auch nach unten setzen können. Egal. Geht dann bis hier zu 840. Das ist die maximale Länge für Güterzüge zwischen Hamburg-Maschen, dem dortigen Rangierbahnhof, und dem Grenzbahnhof Padborg an der deutsch-dänischen Grenze. So wie jetzt zu dem anderen Teil, dann habe ich noch diesen Teil hier mit diesem schräg abfallenden Gleis. Hier kann ich bis zu 20 Wagen auf einmal aufgleisen. Die laufen dann mit virtueller Gleisverbindungen dann auf das Gleis, werden hier von dem Zähler erfasst, der Pfeil markiert die genaue Zählstelle. Und dann hier lang, meistens stellen die sich schon bereits hier zusammen und dann, je nachdem welches Gleis die gerade geschickt werden, stellt sich dann auch auf dem Gleis dann hier der komplette Zug zusammen. In der Regel funktioniert das auch ganz gut. Meistens steht dann, halte ich die Züge dann schon bereits vor den letzten 50 Metern an, weil auf den 50 Metern gleise ich dann die Lok bzw. Lokomotiven, je nachdem mit was für einer Traktion ich dann fahre, auf. Und das ist halt so das Prinzip dahinter. Die Wagen rollen dann halt selbstständig hier runter, werden dann hier mit der passenden Lok versehen, gespeichert. Fertig. Jetzt wird sich bestimmt der ein oder andere fragen, warum ich eigentlich bloß diese Anlage zeige und nicht die normale Let's Play Anlage. Das hat die Bewandtnis, ich habe jetzt im Moment, ich brauche jetzt erstmal was anderes, bevor mir hier noch komplett der Kopf platzt, weil ich im Moment ein paar kleine Probleme habe mit der Let's Play Anlage. Scheinbar kann ich die speichern, aber nicht, wenn das Aufnahmeprogramm im Hintergrund läuft. Das heißt, wenn es gestartet ist, kann schon kritisch werden. Also ich vermute, es liegt einfach am Aufnahmeprogramm. Habe hier OBS drauf. Daher vermute ich das mal ganz stark, dass es daran liegt. Also zumindest am Aufnahmeprogramm. Schon allein, dass es halt im Hintergrund läuft. So, was stelle ich denn hier mal für einen Zug zusammen? Ich nehme jetzt einfach hier wahllos irgendwelche Güterwagen, gleise die einfach mal auf. Hier ein Wagen von AAE, dann noch ein von MentHU, muss ich hier eingeben. U-Park habe ich hier diesen hier.
Dann nehme ich mal hier von aus der Abteilung Kombiwagen, also Kombiverkehr. So, hier Doppelwagen. Jetzt mal, sagen wir mal, hier ein paar von der Spedition LKW Walter. Weiterführend, ja, danke. Ich den setze hier noch einen Schenker hinten dran. Dann, ja, vielleicht so ein leerer Doppelwagen. Nochmal unter Hupack. Nehme jetzt hier mal zwei Wagen mit Tankcontainern. Jetzt habe ich nochmal nach bei der AAE. Nehme ich jetzt auch mal wieder, sagen wir mal so, drei Einheiten Schenkerwagen. Gleis die mal auf. Dann, ich glaube, der steht da richtig rum. Ja, steht richtig rum. Jetzt mische ich hier noch ein bisschen bunt durch. Halt, dass das hier vielleicht noch so wie andere Speditionen sind, die hier noch ihre LKW-Aufleger da mitgegeben haben. So, und jetzt lasse ich das Ding hier bis zum Zähler durchrollen. Habe hier auch einige abgespeicherte Kamerapositionen. Die Wagen rollen jetzt also selbstständig hier rein. Wie gesagt, die kuppeln schon bereits auf dem Gleis hier zusammen. Dann kann ich ja mal auch noch einen kleinen, aber sehr lustigen Bug mal zeigen. Ich halte mal hier alle mal so an, dass die dann irgendwann feste Einheit bilden. Muss mal nachschauen. So, anhalten. Nein. So, und jetzt mal sehen, ob es funktioniert. Ich kuppel den letzten Wagen ab, ziehe ein Stück nach hinten und wir haben mal locker 430 Kamera drauf gehabt. So, und jetzt sieht man, diese 20 Wagen haben jetzt halt die entsprechende Gesamtlänge. 100, 200, 300, 350 Meter. Also ich kann jetzt hier nochmal so einen Verband zusammenstellen. Je nachdem, wie mir gerade so beliebt. Also normalerweise mache ich so, dass ich halt noch so eine Art immer Vorlagen dafür habe. In der Regel sind das Videos auf YouTube. Bei denen halt ist vorwiegend halt die gesamten Eisenbahnvideos. Gerade aus den Bereichen, wo halt viel kombinierter Ladungsverkehr unterwegs ist. Wie halt zum Beispiel die Bahnstrecken von und nach Skandinavien. Da die gesamten Skandinavien-Zuläufer. Oder auch, was weiß ich, was man jetzt noch nehmen könnte als Beispiele. Die beiden Rheinstrecken. Linke und rechte Rheinstrecke. Das wären so beliebte Beispiele, die ich jetzt dazu nennen könnte. Für jetzt derartige Wagen, Parks, die dann halt so unterwegs sind. Nehme ich noch zwei Leerwagen hinten dran. Und hoffe mal, dass ich, wenn ich jetzt hier noch den letzten beiden Sattelaufleger, mal sehen, welchen hatten wir da noch nicht. Nehme ich mal diesen Blue Cargo. Von denen hat zum Beispiel nur diese einen einzigen, der dann hier noch als Schluss mitläuft. Ich könnte jetzt hier nochmal diesen Bug reproduzieren, dass der Zug dann auf einmal so extrem schnell unterwegs ist. Mache ich jetzt aber nicht. Lass den jetzt hier einfach reinrollen.
sieht. Das Sehersignal schaltet halt immer um eine Stelle weiter. Gibt auch Wagen, die kuppeln schon bereits hier auf der schrägen Strecke, wie hier zum Beispiel. Muss ich jetzt eigentlich manuell dann weiterschalten. Weil in der Regel sind leere Wagen auch in der Konfigurationsdatei so geschrieben, dass sie langsamer sind aufgrund der geringeren Masse. Also langsamer abrollen. Was jetzt noch fehlen würde, wäre, dass EEP jetzt gleich erstmal abschmiert. Weil das auf der Anlage auch sehr oft schon passiert. Ja. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, der ist zu lang. Gut, dann nehme ich mal die Wagen hier mal raus. Kurz eine drehen, ob die auch frei sind. Haben wir jetzt auf 38 runtergekürzt. Aber ansonsten wären die Züge halt zu lang. Gibt auch wesentlich kürzere Züge. Jetzt mal die BAG-185. Eine, die auch für uns die auch Skandinavien fern kann. Zum Beispiel diese hier. Gleise die am Anfang auf. Bewegt die Lok daran. So, und fertig ist der erste auf der Anlage zusammengestellte Zug, den ich bisher im Let's Play mal gezeigt habe. Das ist so halt meine Herangehensweise, um halt Züge zusammenzustellen. Jetzt speichere ich den noch ab. Ich habe hier einen recht unsortierten Ordner. Hier ist jetzt kein Ganzzug in dem Sinne. Deswegen speichere ich das hier unter Mischzug mit 185, 400. Jetzt habe ich die 402 oder 403 genommen. Ich gehe jetzt einfach mal auf 403. Wenn nicht, ich kann das später eigentlich auch umbenennen. Hat funktioniert. Ist im Übrigen in Dänemark zugelassen. Sieht man hier, Länderschlüssel ist DK für Dänemark. So, jetzt könnte ich hier die Weiche mal kurz. Ne, nicht die Weiche, sondern die hier umschalten. Kann jetzt den nächsten Zug zusammenstellen. Das ist wirklich schon recht hart an der Grenze. Das maximal zulässigen. Sollten dann irgendwann mal auch die EG 3100 mal rauskommen, dann werde ich auch Züge mal zusammenstellen, die dann mal über die bis 840 Meter dann noch rangehen. Mal sehen, was kann ich jetzt noch so nehmen? Kieserling und Willy Beetz fahren sehr oft im einen demselben Zug. Dann hätte ich hier noch Spedition Hellmann oder halt Logistikdienstleister. Fahren auch in Ganzzügen. So einen könnte ich jetzt auch mal zusammenstellen. Ist eine Erweiterung jetzt für diese Wagen. Grundset wird benötigt, wie zum Beispiel hier mit diesen Containern hier. Das ist das Grundset. Den gab es mal kostenlos. Oh, gibt es kostenlos. Die Erweiterungen gibt es halt auch kostenlos. Man braucht nur halt das entsprechende Grundset für. Können jetzt auch so einen Zug mal zusammenstellen. Sehen, ob ich das auch hinkrieg. Weil es sind hier drei unterschiedliche Wagen. Aber ich sag's mal so, mehr als dass es dann auch blöd aussieht, kann ja nicht passieren. Es wäre halt. Ja, danke. Es wäre halt so das Typische, dass dann halt am Ende des Pro dass dann halt blöd aussieht. Gut, kann man dann auch wieder löschen. Problematisch ist das halt nicht.
Jetzt einfach mal so wahllos ein paar Wagen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang jetzt in echt diese Züge nun sind. Ich habe die bisher nur auf einigen Bildern gesehen. Und da kann man im Gegensatz zum Video die Längen auch, wie lang die gesamten Züge dann sind, auch schwer einschätzen. Weil mitunter haben die dann Längen mehrere hundert Meter. Was dann recht unpraktisch wäre. Den habe ich jetzt zu weit gesetzt. Ich lasse einfach so. Ich bringe halt immer so dazwischen rum, was ich hier für Wagen dann verwende. Es ist ein derselbe Wagentyp, nur halt in unterschiedlichen Ausführungen. Verschmutzungsgrad zum Beispiel. Moment mal, habe ich hier gerade ein B-Teil hingesetzt? Da brauche ich doch noch ein A-Teil, was dann noch hinten dran kommt. Weil der Teil mit dem B ist halt immer der vordere. Jetzt hier mal diese Einrastfunktion meines Scrollrades nehme ich jetzt mal raus. So, es müssen jetzt hier 20 Wagen sein. Gehe jetzt erstmal auf den Zähler. Und jetzt die Funktion dieses kleinen Steuerkreises. Egal, was das jetzt anzeigt. Es ein EEP schmiert ab. Aber na gut, die gesamte Grundfunktion habe ich ja mal gezeigt. Warum jetzt gerade EEP abgeschmiert ist, keine Ahnung. Na, das war jetzt mehr so. Na, ich nenne das. Nee, ist Let's Play oder Let's Show? Egal, mir wird da schon was einfallen. Auf jeden Fall war das jetzt mal so ein kleiner Ausgleich zur normalen Let's Play-Anlage. Um halt mal zu zeigen, wie ich halt zum Beispiel die Züge zusammenstelle, die ich auf meinen Anlagen verwende. Und ansonsten, ja, würde ich mich ja freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von EEP wieder einschaltet, die dann wahrscheinlich dann bald wieder auf der neuen alten Let's Play-Anlage sein wird, sofern ich das Problem dann irgendwie in den Griff bekomme. Dass ich dann halt das mit dem Speichern dann auch hinbekomme. Und dann sage ich erstmal an dieser Stelle Tschüss und bis zur nächsten Folge.